So, Servus zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. IPT heißt es, glaube ich, Spieltag Nummer 1 gegen Passbot. Wir sind hier Ja. schon im Match drin, Benjamin ist natürlich auch da. Moin, Leute. Und wir gucken gerade mit Erstaunen auf sein Team, da Pamo Mamo und Glaziola dabei sind. Und Und Clara Dost, den wir auch nicht so gesehen haben. genau, und uns fehlt, was wir eher gesehen haben, Lumiflora und Tentera. Ja, genau, denn Terra ist gar nicht Genau, die dabei. wir fast sicher auf der Rechnung hatten. Und ja, Ursaring ist nicht dabei, was auch schon mal gut ist. Oh ja, stimmt. Der war richtiger Freund im Teambuilding. Tatsächlich ist Glaziola dabei, aber jetzt muss halt mehr oder weniger Forstelka den handeln oder halt Eisenbündel als offensiver Switch-In. Ja, oder der halt, ja. Ja, also Lied trotzdem Grimm, ne? Grimm hat nur ein schlechtes Matchup gegen die Hammer Lady, aber gegen die Hammer Lady kommen wir immer safe raus. Ja, Gegen eben. Maskagato können wir reflekten. Der einzig tatsächlich richtig schlechte Lead wäre, wobei nicht mal Glaziola, können wir auch Parting shotten. Also ich würde tatsächlich immer mit Grimm leaden. Eigentlich Grimmi ist es. Also gehen wir mit Grimm rein, oder? Ja. Rein an Grimmi. Okay, er hat Ja. scheinbar damit gerechnet. Ja, da sollte man jetzt aber den jetzt wieder gesagt haben. Bin natürlich super vorbereitet und habe das Team nicht in Kalt importiert. Naja, aber guck mal, Reflect ist immer gut, weil er hat nur physische Auslagationen. Deswegen ist der Reflect genial. Dass er nur physische Monster drin fasst. Also Also nicht mehr fast. ein Flower Trick macht uns tatsächlich über 50%, wenn er nicht Damage boostend ist. Aber du hast Trotz recht, Reflect. einfach reflekten würde ich ja. Ja. Trotz Reflect macht er so viel. Nein, Boah. nein, den habe ich nicht drin. Also Boah. wenn wir einen Reflect aufsetzen, ja doch, weil der immer crittet mit Flower Trick. Nevermind. Wir können ihn auch einfach stumpf angreifen, aber ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Weil wir mit Parting Shot halt nicht rauskommen. Ja, wir können auch einfach. Oder wir wechseln. Was ist unser Die Switch in so? Sache ist jetzt die, wir können zwar reflekten, bringt uns aber nichts, wenn er Flower trickt, bringt uns nur was, wenn er U-turnt. Parting Shot können wir nicht drücken, dazu müssen wir predikten, dass er hart rausgeht, was er nicht machen wird. Was holt er auf Forstelka rein? Das ist eine sehr gute Frage. Schätzungsweise Saltigant oder Pamomamo. Ja. Wo wir Switch-ins haben. Ja. Ja, wir gehen hart, Verstärker. Okay, er. Selber hart. Ja, dann ist V-Switch, oder nicht? Sind wir schneller Er als der? hat noch nicht mal, er hat noch nicht mal einen Dingsmann mit. Einen Bodenmann. Wir Für sind aber nicht, V-Switch. wir sind nicht zwingend schneller. Die Frage ist, wollen wir den Damage nehmen? Was habt ihr jetzt für Damage? Der kann Da kommt uns der halt Switch zu. einpökeln oder so. Ja. Dann, aber wenn wir V-Switch drücken, kriegen wir den Salzschaden ja nicht. Weil er selber in der Runde kommt. Also wir haben aktuell 116 Speed. Der wird keinen Speed im Westen fahren. Kann ich mir bei aller Liebe nicht vorstellen. Drück einfach V-Switch und geh Alles in klar. Opa um. Macht 6%. Der ist Das ist nicht viel. genau das speziell defensive Set. Ja, genau. Oh, klar. Willkommen. Das ist Da kommt ein das Pökelsalz. und juckt uns nicht. Hat uns gecrittet halt aber. Ja, siehst du selbst dann, aber juckt uns nicht. So, und jetzt können wir. Er hat kein Feuermann mit. Wir können eigentlich for free Willow drücken. Die Frage ist, bleibt er drin? Weil dann wird er von Willow ja nicht affektiert. Ah ja, stimmt, nevermind, du hast absolut recht. Das habe ich jetzt gar nicht. Ja, also einmal der V-Switch nochmal, aber Aber dann drückt was er macht man, wenn er V-Switch. trotz was machen wir, wenn er trotz V-Switch drin bleibt? Ich glaube auch, er bleibt einfach, also er tritt nichts damit. Paumamo kann natürlich jetzt, der kann Void Absorber haben, das ist natürlich klar. Anstatt Iron Fist, der Stimmt, kann Void Absorber. der hat Volt Absorb Kann natürlich jetzt potenziell. richten.
Wollen wir einfach auf die Hydro-Kuppel gehen? Wir verlieren. Glaubst du, der bleibt da drin? Ich weiß es nicht, aber... Kann er fast nicht machen. Eine Hydro-Pumpe two-shottet den fast. Oder two-shottet den definitiv. Lass mal Willow drücken, ja, lass mal Willow drücken. Eigentlich kann er da nicht drin bleiben. Ne, siehst du. Ja, und, oh, bitte. Ja, voll. Jawohl. Aber das ist sogar gut, genau den switchen Baum. Und der trägt einen Ballon. Das heißt, ja. Wir können... Ne, wir müssen jetzt nicht mal Volt switchen, weil wir wollen ja das Matchup haben. Da verlieren wir jetzt erstmal... Oder willst du einfach Hydro drücken? Ungern. Ich würde schon fast eigentlich hart raus... Also, entweder V-Switchen oder hart rausgehen. Also, bei V-Switch bin ich eigentlich auch eher. Was holen wir dann rein? Einfach Forstelka, oder? Forstelka oder... Klotzi würde ich erstmal nicht reinwerfen, wegen... weil wir den jetzt für Pamomamo brauchen. Ja. Nur ein Pamomamo hat Ice Punch, ne? Also das darfst du nicht vergessen. Ja, aber wir schallern den ja mit IQ richtig aufs Maul. Ja, stimmt. Also V-Switch, oder? Ja, V-Switch erstmal, ja. Okay, er hat mit Nock angegriffen, hat schon wieder gecrittet und hat uns diesen scheiß Cloak weggeschlagen. Ja, das ist nicht gut. So, der hat jetzt noch 75%. Ja. Wie viel hat der gemacht mit dem Knock? 12% mit einem Crit. Ja, mit einem Crit. Also der ist geburnt, hat einen Knock-Off und hat gecrittet. Da macht's 12%. Min-Roll. Der könnte offensiv investiert sein. Okay. Der hat jetzt noch 75%. Salamence killt den mit einem IQ. Ja, Brutalanda. Meinst du, wir können mit Brutalanda schon durchgehen? Also, ich glaube nicht, dass er uns geburnt mit einem Knuddler wegmacht. Also, wir kriegen auf jeden Fall safe ein. Den höchsten Damage, den er machen kann, mit einem Knuddler geburnt, wenn er voll Attack Investment ist, sind. 42%. Siehst du, dann rein in den. Also ganz ehrlich, worauf warten wir? Rein und sogar noch mit Bodroa. Okay, ja, aber dann hat er doch Moldbreaker gehabt. Wieso? Weil Bodroa funktioniert hat. Oder er hat einfach Langfinger. Aber warum? Weiß ich nicht. So, die Sache ist nur, da kommt jetzt wahrscheinlich Saltigan rein. Ja, wir können auch auf Save DD drücken, oder nicht? DD und EQ müsste auch gegen Saltigan ein Two-Shot sein, oder bin ich doof? Ist ein Two-Shot, ja, aber wenn der uns dieses Salz reinzimmert, dann müssen wir halt irgendwann wieder raus, weil wir sonst sterben. Ja, aber mit einem DD drin machen wir erstmal schon dick Druck. Also ich würde. Also DD. Der DD. Ja, der ist free. Das kommt jetzt. Hat er auch. So. So, was hat gerade. Der hat natürlich Outwaves. So. Und natürlich jetzt sind immer die. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass er Outrage spielt. Sicher? Wir two-shotten den tatsächlich aber auch so. Killt Dual Wing Lead auch? Macht gleich viel. Ist Dual gleich stark, aber Dual Wing Lead kann halt missen. Das Dragon Claw erstmal drücken. Okay, der hat 75. Garnacke. Ja. So, wie viel macht ein EQ mit dem Investor, was wir jetzt haben? Circa 50. Circa, also nicht drüber, das ist schlecht. Aber er hat nur noch 75, aber der haut uns halt das blöde Salz rein. Aber wenn er uns jetzt das blöde Salz reinhaut, dann kann er nicht gegen recovern. Dann setzt ihn unter Druck, dann muss er mit dem rausgehen. Deswegen würde ich jetzt EQ drücken. Weißt du, was ich meine? Ja, wir können Rotom eh nicht mehr reinschicken, der hat den Tarnumhang verloren. Genau.
regnet das Salz ab, aber wir haben ihn auf 25%, das heißt, wir forcen ihn danach zum Rausgehen. Und er hat ihn dann nur noch auf 25%. Was ich derbe gut finden würde. Okay, hau mal die Tür rein. Ah! Ja! Gecrittet! Okay, das, der Crit ist zwar richtig bitter, aber er ist verdient. Er hat uns auch zweimal gecrittet. Ja, das stimmt. Oh, und selbst dann haben wir eine echt hohe Roll gekriegt. Das ist so huge. Das ist so huge. Aber das ist wirklich... Der Salzberg weg. Geil, so. Er ist schneller. Nee, wir sind schneller. Außer der ist gescarft, aber der kann uns nicht killen. Wir wollen vor Spelka gehen. Ich glaube, es ist einfach sicherer. Ja, ich denke auch. Wobei er überlegt, wenn er gescarft wäre, hätte er einfach gedrückt. Ja, wollen wir dann Dual Wing drücken? Sind wir greedy? Er hat überlegt, wenn er gescarft wäre, hätte er einfach sofort gedrückt. Wofür brauchen wir den noch? Der kann, der kann uns halt das Game gewinnen. Genau, der kann uns das Game gewinnen, das sehe ich auch. Ja, richtig. Aber was wollen wir jetzt in den möglichen Playoff reinschmeißen? Eigentlich kannst du also vor Stelka ist halt ein Safe Switch. Absoluter Safer Switch, sehe ich nämlich auch. Lass es doch machen. Und jetzt die Windcon wegschmeißen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich greedy sein will. Er könnte den Gescarften halt spielen wegen Iron Bundle, aber warum überlegt er dann? Warum drückt er nicht einfach Playra? Ja, weil er auch überlegt, weil er hat dann auch gemerkt, dass wir noch überlegen. Das weiß, das sieht er ja auch. Lass einfach auf Spelka gehen. Lass nur mal sicher gehen. Und wir haben Schaden sehen, was er ist. Okay, er hat geuturnt tatsächlich. Er hat 10% gemacht. Ja. Könnte eine Max-Roll gescarft sein. Auf jeden Fall ist er nicht Damage-boostend. Okay, siehst du, guck mal. Er ist nicht Damage-boostend. Hat er irgendein Item gezeigt? Nee, hat er nicht. Pamomamo ist jetzt da. Also, ein Fire Punch würde vor Stelka gar nicht killen. Auch mit Iron Fist, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, laut dem Ding hier nicht. Laut dem Kalk nicht. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt eingehen. Ich würde jetzt mal in den Klotzeier gehen. Ich würde auch in Klotzeier gehen, gucken, was er macht. Okay, ja. Er drückt Fire Punch, macht 34% gegen Klotzi. Dann macht Ice Punch bestimmt mehr. Also nimmt das Ice Punch raus. 34 hat er gemacht, oder? Ja, mit Fire Punch 34. Dann ist er Damage boostend. Irgendwie in irgendeiner Form. Iron Fist. Oder ist Iron Fist da schon drin? Iron Fist ist drin. Oder er spielt Adamant. Ja. Jetzt ist der Zeitpunkt, Rocks zu werfen. Wir könnten jetzt die Rocks schmeißen, ja. Die kriegt er nicht weg. Er hat nichts dabei. Ja, true. Ja, lass Rocks schmeißen. Komm. Er hat 60 gemacht mit Ice Punch. So. Ja, der ist ziemlich sicher Adamant. Ja. Ja, wobei, das kann jetzt auch wieder Jolly Damage sein. Schwierig. Ja. Rotom frisst sobald. Sowohl. Sind wir denn nicht viel zu defensiv mit dem? Rotom kann jetzt reinkommen. Ja, lass doch den Rotom rein. Der frisst den Feuerpunch und den Dingspunch. Und den Eispunch. Oder nicht? Rotom frisst alles. Ja. 12% so. Hat auch Rotom gemacht mit Fire Punch, oder? Ich glaube, der ist Adamant. Und Iron Fist, ne? Muss das Iron Fist? Der ist Adamant Iron Fist. Also können wir Volt switchen mit dir auch nicht wirklich was. Wir können immer Volt switchen, weil wir langsamer sind und können dann zum Beispiel in Grim gehen. Ja, sehe ich. Let's go. Ah, der ist gut, der hat Bettenpass gedrückt, das kommt uns entgegen. Das stimmt. Was will jetzt den V-Switch fressen, frage ich mich. So. Der hat 41%. Jetzt die Iron Bundle einfach mal rein zwischendurch, oder? Wollte ich gerade sagen. Iron Bundle killt den einfach. Ja, so, weiter.
35 hat er noch. Ja, wir müssen halt, wir müssen Hydro drücken. Chilling Water killt nicht? Chilling Water killt nicht, das killt halt danach mit dem Burn. Und schade. der macht uns Damage. Der ist geburnt. Und wäre dann auf minus 1. Der macht uns mit Gigaton Hammer maximal 25%. Und der könnte dann mit stirbt dann nach Chilling Water am Burn. Ja, damit verlieren wir doch daran nichts. Und Chilling Water ist gegen alles andere, was reinkommen will, jetzt gut. Also meine Meinung. Außer Glaziola. Wobei, der macht ja, nichts ja. gegen uns. Genau. Wir ja, aber nichts. Er hat Chilling Water, oder? Ja, wir verlieren da nichts. Bin ich der Meinung, definitiv nicht. Weil Pamo Mamo und Mius, also hier, Master Gato und so kriegen alle minus 1. Das hat doch nur so wenig gemacht. Okay, jetzt hat er auch noch Rocks geworfen. Wie viel hat jetzt Chilling Water gemacht? 19. Ja. Ah, dann hat er noch irgendwie, dann hat er noch Death Investment. Ja, aber das ist egal, die Rocks jucken uns nicht wirklich. Nee, eben. Die jucken uns überhaupt nicht. Jetzt drücken wir einfach nochmal Chilling Water. Ja, Chilling Water, dann ist gut, ja. Oder drücken wir Flip Turn? Nee, Flip Turn bringt uns nichts. Nee, da hat er wieder die Advantage. Okay, Glaceon. Kann der uns killen, wenn der Spex ist? Der Spex war Shadow Ball oder was? Freeze Dry. Ja, stimmt, wir sind ja Wasser. Ja, never mind. Der kann uns tatsächlich killen, aber wir haben mit Hydro eine geringe Roll auch zu killen. Und der kann uns killen, wenn er Modest Specs ist, zu 75%. Aber ich sehe nicht, dass wir Bündel noch so unbedingt brauchen. Ne, jetzt nochmal dazu da anschippen sehe ich. Einfach Hydro oder wollen wir Flip turnen in Forster LK? Das finde ich noch besser. Weil nochmal eine Freeze 2 gegen Garados nochmal geil aussieht, muss ich sagen. Vorstellkraft frisst halt auch ordentlich von dem. Wenn der Spec sich tatsächlich vom Eis. Vom Freeze 2, ja, macht keine 50%, ja. Ja, Flip Turn, oder? Ja. Wish, okay, dann ist der defensiv. Einfach mal Pounce und dann Re-Switch, oder? Ja. Wenn er jetzt hier Protecten will, dann wissen wir, dass er Protect drin hat. Wenn er schon nicht mal Specs ist, dann ist das schon gut. Oder direkt Re-Switch. Aber dann haben wir keinen Switch hin, wenn er drin bleibt. Ist auch blöd, ne? Ja, eben. Ich würde Pounce zu gucken, was er macht. Call Mindset. Dann kann es sein, dass wir jetzt schneller sind. Gehen schneller raus und dann frisst Grimm eventuell so ein Plus 1 Ice Beam und hat schon über 50. Aber ja, wir müssen es wahrscheinlich fast machen. Ja. Ja. 5% hat es gemacht. Ja, Grimm. Der setzt dich tatsächlich weiter auf. Ja, dann jetzt Party. Warte mal. Spirit Break macht 30%. Dann geht er auch schon wieder runter. Mit, ja, okay, das können wir auch machen. Das ist besser. Scheiß mal auf den Angriff, den brauchen wir eh nicht. Er ist zwischen den Defense. Da können auch mit Sentiments nachgehen dann. Ja, sehe ich, das machen. Das Mon, das wir nicht gesehen haben, macht uns jetzt echt Probleme. Noch sehe ich das nicht so. 26 haben wir gemacht. Und nochmal rein da. Der hat auf jeden Fall auch noch Death Investment. Egal, nochmal ins Spirit Break rein. Oh, Crit, der war wichtig. Jetzt wischt er wieder. So.
Da hat er jetzt noch Platz für Protect. Der hat Core Mind Wish eventuell, aber wir müssen weiter angreifen. Ja, wir müssen, ne? Er hat kein Protect. Okay, und der macht uns wenig Damage. Ja. Wir müssen weiter angreifen. Ja. Alles cool. Wir verlieren da nicht gegen. Okay, jetzt wischt er die ganze Zeit. Wir spielen das Spiel so weiter. Ja, eben. Der will uns freezen, glaube ich. Aber so gewinnt er nichts. So gehen nur seine Wish-AP weg. Er verliert sogar so. Oder sieht das falsch auf Dauer? Er ist halt in der Special Defense noch hoch, aber. Ja, aber der Speed ist down und er ist schon auf minus 3 oder so mittlerweile. Also. Ja, er ist sehr weit unten, ja. Grimm, so wichtiger Mann. Und der hat keine Boots. Das heißt, wenn er rausgeht, frisst er nachher nochmal Dick Rocks Damage. Ja. Ja. Wir müssen nur gucken, dass er auf was reinkommt, wo wir schneller sind. Er kann nichts in den Spirit Bank reinschmeißen, außer Garados. Ja, deshalb überlegt er gerade. Aber ich sag, der Crit war richtig wichtig. Ohne den Crit wäre er. Aber Crit 2-2 mal, er hat ja auch. Wirft das ab? Wirft das ab? Ne, er erwischt noch weiter. Okay, aber der ist schon wieder bei 80. Ja und? Oder wollen wir jetzt mal crunchen? Ist er schon auf minus 6? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er weit unten. Und Crunch ist halt stärker, aber nur 5 Dings. Ja, aber wenn wir mit Spielberg verlieren wir nichts, ne? Geht ja, gar hast recht. Mund. Wir stollen seinen Wish aus. Hä, warum hat... Ach, Wish hat ja noch 16 AP. Naja. Egal, dann wird das, geht's jetzt halt so weiter. Aber ich glaube, der killt uns, weil er sich immer gegenheilen kann. Der wäre jetzt auf minus 6. Können wir sich in irgendwas rausgehen? Was über den flacht? Wahrscheinlich ist er auch nicht Full Special Attack. Der hat gegen Grimm jetzt 6% gemacht. Ja. Ja, der ist nicht mal Full Special Attack. Aber der macht gegen Menz halt trotzdem fast 50%. Das ist echt hart. Und wir machen dem im Gegenzug halt nur 40. Ja, da bringt Menz nichts. Er ist auf plus 3 in der Special Defense, das bedeutet ja auch nicht viel. Deswegen müssen wir eigentlich fast schon. Erstmal Crunch drücken jetzt langsam. Vielleicht hier wäre ein Death Drop. Ha, da ist er. Was ist denn sein letzter Ruf? Vielleicht Aquavelle oder so. Für was? Vor Stelka. Jetzt ist er tot. Nein, er friest uns. Ah. Jetzt hat er uns gefriest. Jetzt kann er wieder kommen. Und wenn wir haben eh nur noch 18%. Ich glaube, wir müssen gucken, ob wir aufbauen. Ja, lass probieren, komm. Okay, er hat zum Glück nur gewischt. Hau auf, Junge. Gönn uns das. Dass er auch nicht rausgeht damit. Ich wäre schon längst rausgegangen. Braucht er nicht. Er muss nicht rausgehen. Ich bin ganz ehrlich, ich persönlich. Ich wäre schon dreimal. Er geht raus. Er hält uns am Leben. Jetzt ist die Frage, der kann sich jetzt mit DD aufsetzen, potenziell. Ich hab genau das gedacht. Wir müssen in
Rotom gehen. Ja. Ja, sehe ich. Sehe ich. Ja, ja, war klar. Okay, Rotom hat 48%. Ja. Der kann uns mit nichts killen. Rein in Wieswitch. Halt, warte. Nein, kann er nicht. Ja, dann rein in Wieswitch. Doch, gerade auf der speziellen Seite. Ah, der hat die Beere. Der hat uns 23 gemacht. Nur noch 25. Also dazu müsst ihr die absolute Max-Roll erwischen jetzt, um uns zu killen. Dann nochmal V-Switch. Achso, gehen wir nicht. ja, auf Stalker, oder? Und V-Switch. Klotzi abwerfen? Nee. Ja, nee, vor Stalker ist, glaube ich, overall tatsächlich am besten, ja, im Fall er Edge hat. Ja, dann rein da. Los. Da killt ein V-Switch nicht mal unbedingt. Oder wollen wir Bundle riskieren? Lass Bundle kommen. Let's go. Bundle Freeze-Try. Erst sah es so gut aus. Zwei so eine anstrengenden Kämpfe heute, ey. Das sieht immer noch gut aus. So, jetzt kommt Glaciola rein. Oder Mascacato. Die Stärke ist gar oft. Sieht man halt immer noch nicht. Aber können wir nicht einfach wieder in Frostbacker jetzt gehen? Müssen wir sogar. Vielleicht wieder Walkie Chip. Okay, wir waren. Okay, ne, er drückt Knock. Jetzt haben wir noch 36%, er ist ein Dark Type. Wollen wir jetzt resten? Aber dann bist du natürlich auch wieder Setup voll dafür. Vielleicht wenn U-Turn rausgeht in Dings dazu, hat er wieder Free Setup. Lass V-Switch drücken, glaube ich, das ist, glaube ich, das Beste. So, was werfen wir in den jetzt rein? Irgendwas, was von der Leid ist. Und den tötet. Geht Bruderlander das Erdbeben den jetzt? Bruderlander ist nicht schneller. Und der hat Eispunch. Nee, der ist nicht schneller. Wow, ist schneller als 100? Ja, 105. Bundle kann den killen. Ja, na, Bundle. Let's fetch im Bundle. Er muss halt die Hydro hitten. Ja, das müssen wir jetzt drücken. Gut. Oh. 3 Kills, 100 Bündel. So, jetzt ist wieder der da. Ja, das können wir immer abwerfen. Glotzeier? Ja, Plasma Glotzeier abwerfen. Oder ist das Glotzeier und dann in Mens, oder? Genau. Und wenn die beiden halt dazu zusammen nicht töten, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir verloren. Müssen wir sagen, wie es ist. Ja, außer Rotom ist in irgendeiner Welt noch schneller, was ich nicht glaube. Aber... Also schneller ist Rotom schon, aber wenn der halt kaum Mainz drin hat, macht der kein Damage. Ja, so, play was. Ja. So, Fairy. Also der hat Play Rough. Ja. Hat er sich jetzt da drauf gelockt? Was meinst du? Er spielt ihn ja die ganze Zeit, als wenn er gescheust wäre. Also, tut mir leid. Er spielt ihn nicht anders. Nee, hat er jetzt nicht Knock und Dings nacheinander gedrückt? Nee. Warte. Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Utalanda lebt. Auch weil er einen Bedroher rausklatscht, ne? Weil er einen Bedroher rauskriegt, ja. Ja, lass doch in Bruderlander gehen.
Guter Lander und dann vielleicht nochmal irgendwas abwerfen. Achso, du willst Brutal Lander gehen und dann so, sofort wieder wechseln. Ja. Und dann werfen wir Rotom ab, oder? Dann werfen wir entweder Rotom ab oder ich würde sagen sogar Grimm. Du meinst, weil Grimm nicht, weil Grimm nicht auftaut. Genau, weil Grimm nicht auftaut. Ah ja, Rotom hat potenziell noch Nightshade, ja. Wie viel Schaden macht er mit Playwatts? Auf minus 1, so 75. Oh krass, so viel noch, okay. Ja, hat halt noch Step drauf. Ja, dann ist es sowieso immer der Play, das soll jetzt gut zu machen. So. Oder wir gehen jetzt nochmal rein, schmeißen vor Staker ab. Wir gehen jetzt erstmal nochmal Menz. Genau. So, jetzt ist er minus 2. Nee, der macht auf minus 2 immer noch über 50. Ja, dann ist es jetzt nochmal vor Staker. Ich weiß nicht, ob uns das so viel bringt, wenn ein. Ich weiß nicht, ob wir den hätten einfach killen. Meinst du nicht, wir sollen den einfach killen? Wir können den jetzt nicht killen. Meinst du, können wir jetzt killen? Wir killen den auf jeden Fall, aber dann haben wir halt, dann sind wir auf so 40% Leben. Dann kommt Glaziola rein. Dem machen wir halt wahrscheinlich zu wenig dann an Damage. Aber er muss ja Freeze 3 drücken. Er kann ja nicht Callmine drücken. Er muss ja Freeze 3 drücken. Er muss uns ja rausnehmen. Das heißt, da kriegen wir den Save and Damage jetzt nochmal raus. Das ist halt nicht auch die Möglichkeit. Wir machen halt mit Menz ungefähr 40%. Und der kriegt Rocks Damage, dann hat er noch so ungefähr 30 oder so übrig. Dann haben wir noch Bundle, der wird ihn dann killen, wenn er die Hydro hittet. Ja, lass es so machen, komm. Ja, ja, egal. Ja. Oh! Das war schlecht für ihn. Und gut für uns. Ja, nochmal, Dragon Claw jetzt, oder nicht? Jetzt drückt man Dragon Claw. Ja. Aber das Gute ist, wir können jetzt gleich nochmal Rotom und Forstaker quasi abschmeißen. Wir müssen es halt auf einen niedrigen Sieg runterspielen mit Hilfe von Intimidate. Genau. Wenn er jetzt rausgeht, verliert er sofort. Er muss Glaziola abwerfen. Wenn er jetzt rausgeht, hat er sofort verloren. Ja, das stimmt. Und so müssen wir dann ansonsten jetzt, wenn er den jetzt abwirft, dann holt sich Menz noch einen zweiten Kill. Dann gehen wir raus in Rotom. Also muss er, das ist seine einzige Chance. Seine einzige Chance ist, den jetzt abzuwerfen. Kann er noch was machen. Dann gehen wir raus in Rotom, er killt Rotom. Wir gehen wieder raus in Menz, machen minus 1. Wir tauschen rum in Forstaker, er killt Forstaker. Wir gehen wieder rein in Menz, er ist auf minus 2. Ne, die Sache ist die, er muss sich ja auf einen Move locken. Ich weiß. Er kann damit nicht gewinnen. Der hat keine Chance mehr. Egal was er jetzt macht, der hat keine Chance mehr, weil er sich in einen Move locken muss. Sein bester Move ist sich in einen Dark Move zu locken. Du wirst das wahrscheinlich noch ist. Wobei, nee. Also wir müssen auf jeden Fall nachher rausgehen. Dann haben wir eine Chance. Wir dürfen nicht drin bleiben, weil wenn er sich im Play Rough lockt, kann er es noch gewinnen. Nee, Fuchse, die haben jetzt gewonnen. Er kann machen, was er will. Nee, wir können es noch joken. Nein. Doch. In keinem. Nein. Nein. Wenn wir jetzt nicht rausgehen. Ja, natürlich. Aber wir gehen jetzt da raus. Wir gehen jetzt raus in Forstaker. Oder Forstaker, wie auch immer, sei egal. Ein von beiden jetzt. Wir werfen eh beide ab. Ist jetzt köpfig wie gesprungen, wenn du jetzt nimmst. Er muss sich fast in Knockoff locken, mehr oder weniger. Dann wieder rein in Menz. Dann gehen wir wieder raus, werfen das nächste ab. Wir müssen dann nicht mehr raus. Wir müssen jetzt noch einmal raus und dann haben wir gewonnen. Oder so, ja, okay. Weil wenn er jetzt sich in den Dark Move lockt, ist kackegal. Kann uns nachher auch nicht killen, weil er auf minus 1 ist. Er hat jetzt verloren, wir gewinnen 3-0. Ja. Wir gewinnen 3-0, weil wir drin geblieben sind. Wenn wir tatsächlich jetzt vorher rausgegangen wären,
Dann hätten wir noch verlieren können. Okay, er lockt sich in. Ach, das killt uns wahrscheinlich nicht mal unbedingt. Nee, das killt uns nicht. Killt uns definitiv jetzt, nicht. Jetzt drück mal einfach mal Re-Switch. Nee, genau. Hardrost können wir nicht. Nee, V-Switch ist schon fein. Ja, okay. Die einzige Version, wie wir jetzt noch verlieren könnten, wäre, dass er uns crittet. Ja, und das genau aus dem Grund würde ich jetzt halt noch mal rausgehen. Oder, ja gut, der kann dann immer noch critten, ja. Wir müssen einfach hoffen, dass er uns jetzt nicht crittet. Crit ignoriert ja jeden Status-Move, also wir verlieren, wenn er uns crittet. Tut er nicht, wir haben gewonnen. Ja, drei Butterlander, drei Eisen, geil. GG. Oh, die Aufnahme läuft ja noch. Das ist ganz gut. Kannst ja quasi rauscutten, den Quatsch. Irgendwie ging das hier gerade alles komplett ja, verloren. Wir haben vergessen, dass wir noch aufnehmen. Genau, wir haben vergessen, dass wir noch aufnehmen, aber die Aufnahme geht jetzt sowieso über eine Stunde. Das ja, heißt, ab dem Moment, wo ihr mich jetzt sprechen hört, habe ich gecuttet. Und also wahrscheinlich den ganzen Kampf werde ich noch ein bisschen cutten. Von dem her, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich versuche es einigermaßen hinzuschneiden, weil eine Stunde lade ich jetzt nicht hoch. Und nee, das wird ein bisschen hart. Ja, genau. Nee, cool. Erster Kampf, erster Sieg. Sehr schön. Ja, war echt nervenaufreibendes Match. Ja, das auf jeden Fall. Quitt da. Oh Mann, genau. Oh Mann. Ja, ist klar. Von dem her hoffe ich, dass ihr auch reinschaut und wir sehen uns an Spieltag 2 wieder. Richtig, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.